Sie sind hier bei Let's Plays Xenogears, wobei ich sehe nur einen. Wird es der gute Hammer schaffen, ihn zu erledigen? Hammer, beruhige dich und Konzentration. Es kommt direkt auf uns zu. Du musst nur gut zielen und den Auslöser betätigen und feuern. Zielen! Wow! First-Person-Shooter-Mode activated! Okay, der spielt also mit Gamepad. Er zielt mit Gamepad. So etwa? Gut, so bleiben. Und nicht das Ziel bewegen. Bereit machen zum Feuern in 5, 4, it's the final showdown. Ja, noch nicht ganz. 1, Feuer! Ja! Juhu! Oder so ähnlich. Meister, Sir, hast du sie gerade gesehen? Meine Roxos-Kills! Tut mir leid, ich wusste nicht, wie ich sonst Mad-Skills übersetzen soll. Ich könnte ein Genie sein. Wo wir gerade dabei sind, was ist eigentlich mit Bruder und der Gang? Hoffentlich sind sie nicht runtergefallen. Nun, zumindest hast du immer noch mich. Es sollte doch ein Kinderspiel sein, wenn ich dabei bin. Richtig, Meister, Sir. Smack. Ja, lecker Frühstück. Gibt's das noch? Ja, ich weiß, ich hatte schon mal gefragt, ob es noch Kellogg's Frosties gibt. Aha. Also zumindest nicht bei mir. Oh, wunderbar. Yay, wir haben Graf vaporisiert. Ich weiß es gerade gar nicht, mit wem man hier sonst so reden kann. Diese Person, war nicht hinter mir her. Warum? Weil du nicht so wichtig bist, dass dieses Universum um dich kreist, Madame. Oh, scheiße. Ja. Ja, oh, ich schiebe Hammer noch ein bisschen weiter zu Rico. Meister Rico, bitte sei nicht böse, das war nur ein Witz. Meister Rico, es ist, ich bin, was ich bin. Oh, komm schon. Halt's Maul! Ich werde mal ganz kurz speichern und sehe euch dann wieder. So, alles klar, nachdem sich alles beruhigt hat. Ach, da hier hinten sitzt Zitan. Ja, um weiter fortzufahren, müssen wir mit Zitan reden. Doc, ich weiß nicht, wie ich sagen soll, aber ich habe ein schlechtes Gefühl. Denkst du an den Mann in Schwarz? Sephiroth. Nein, wir folgen jetzt nicht das halbe Spiel lang einem Mann mit dem schwarzen Umhang. Nein! Falsches Spiel. An ihn zu denken bringt dich nirgendwo hin. Zuerst sieht dir das nicht ähnlich. Das ist es nicht. Das ist nicht wie... Naja, wie soll ich sagen? Es ist bedrückend, was ich schon vorher schon mal hatte. Du auch? Nun, um die Wahrheit zu sagen, ich bekomme das schreckliche Gefühl eines Déjà-vus. Ein Fehler in der Matrix. Und ich fühle mich so, als würden wir beobachtet werden. Oh oh, Big Brother? Nein, nein, das wäre dem Spiel nicht angemessen, so einen Schund mit einzubeziehen. Bingo, die Information war korrekt. Es ist Kislevs. Es ist groß. Es scheint sich dabei um ein... Das ist es, die Goliath, die aus der Untergrundfabrik, wovon wir schon so viel gehört haben, gestammt. Verdammt, sie wollen sich rächen. Ich wette, sie wollen Blätterweg zerbomben. Ich sage nichts. Ich sage überhaupt nichts. Nein, nein. So oder so. Kein Grund, ihn so schnell so schnell ankommen zu lassen. Richtig? Schütze! Nein! Bartrakete wird betankt! Es dauert 15 Sekunden von der Öffnung der Luke bis zum Einschalten des Illuminators! Franz! Ich höre nichts anderes als den Wind in unserer Maschine! Minimale Bedrohung laut dem Radar und Sonar! Und los geht's! Batcon Stufe 1! Hat sonst noch jemand ein Déjà-vu? Junge, Meister, was geht vor sich? Weswegen der Alarm? Ich habe ein Déjà-vu. Junger Meister, schon wieder! Kampfstationen an alle. Oberflächennavigation. Die Ventile schließen. Den Haupttank fluten. Vorbereitung auf Antikampf gegen eine Lufteinheit beim Auftauchen.
Er weiß nicht, wann man aufhören sollte. Ich meine, er weiß aber nicht, wann man aufhören sollte. Junger Meister, die Gugangi-Raketen. Er braucht die Erlaubnis von mehr als der Hälfte der Besatzung, um... Ober... Mach dir mit dem Text weiter. Oberflächengefecht. Antiluftkanonen bereithalten. Schütze, gib mir den Auslöser für die Bart-Raketen. Bart-Raketen. Wie viele Episoden waren sie jetzt nicht da und jetzt auf einmal... Die haben mir doch schon mal die Suppe versalzen, oder? Weil Bart in seiner Impulsivität irgendwas abgeschossen hat. Stimmt, das war der AW-Transporter oder was das war da von Schakadam, in dem wir gefangen waren. Bums, in die Luft gejagt und jetzt? Ich sag nichts. Das ist gar genau die gleiche Szene wie vorher. Ich find's toll. Was ist los? Oh, nichts. Okay, da bin ich aber froh. Zitan, ist es okay? Wir fliegen in so einem großen Luftschiff. Was, wenn Kislev oder Awe uns finden? Wir sind okay. Ich habe vorausgedacht und einen Kurs über das Meer genommen. Es gibt hier nicht viele stationierte Militäreinheiten. Selbst wenn das Ding hier ist nichts, was leicht runtergehen würde. Das kann nicht richtig sein. Wir werden angegriffen? Gegner? Ich weiß nicht, aber ich hätte nicht gedacht, dass sie hier untergetaucht seien. Sind wir okay? Unglücklicherweise gibt es keine Möglichkeit, den Sinkflug zu vermeiden. Faye, Ellie, geh zuerst raus. Ich folge später. Na, aber... Wir haben jetzt keine Zeit zu debattieren. Denkst du, du hast die Fähigkeiten, die Goliath so lange wie möglich in der Luft zu halten? Dann schnell raus hier. Nun denn... Das war eine schöne, aber eine kurze Zeit. Liebe Goliath. Und auch du, Hammer. Du gehst auch. Na, hör mit dem Rumgeier auf. Wir gehen. Ja, Sir. Nun, wo war ich noch? Ah ja, das Schiff. Sigurd, ich denke, du musst deine Disziplinierungsmethoden überdenken. Da bin ich ganz stark dafür. Wir machen mein großes Luftschiff kaputt mit einer einzigen Rakete. Schniff. Ade, Jungfrauenalarm. Ich meine, Flugmodus. Das ist die Kraft meiner Bart-Rakete. Selbst Kislevs Prototyp ist dagegen machtlos. Hey. Zurückbleiben. Bleib weg. Okay. Wenn das jetzt heißt, was es heißt, dass das Teil auf die Yggdrasil rund... Okay, sie stürzt nur ins Wasser. Gut. Entschuldigung. Das musste sein. Mir schmerzt der Schädel. Das... Scheiße, meine Maus ist weg. Wo ist meine Maus hin? Nee. Ich bin wieder gesammelt. Wir haben die Koordinaten der kürzlichen dimensionalen Vibrationen. N24, Nachrichtensender. Sonntag, 22.04. von letztem Jahr. E92, Ignaz Lahn, Region der nordöstliche Ozean. Dem Wellenmuster nach ist es ein Torwächter. Keine regulären Schlüsselmeister gefunden. Keine regulären Flüge über das Hauptland. Könnte es die... Könnte es die Shevard-Afel-Aura sein? Nein, die Masse ist anders. Es ist ein viel kleineres Muster. Ich kann nicht glauben, dass die Lämmer auf einem Schiff mit einem Torwächter haben. Es ist möglicherweise Kislevs. Die kürzliche Reinigung war nicht vollständig. Du Verdammter! Solltest du sie nicht verfolgen? Was?
Derjenige, der dir so viel Trauer und Schmerz bereitet hat, ist auf dem Schiff. Und es ist unterwegs nach Aqui. Alle Crewmitglieder in Alarmbereitschaft versetzen. Wir greifen das Kislev-Schiff an. Das können wir nicht, Commander. Wir haben noch nicht die Befehle von der Hauptstadt. Wenn wir uns hier wegbewegen... Kümmert mich nicht! Ich werde Ihnen nicht erlauben zu fliehen. Das finde ich nicht gut. Meine, wir sind gerade abgeschossen worden. Womit sollen wir bitte schön fliehen? Ich glaube, ich habe bereits erwähnt, dass deine Tricks dir nichts Gutes einbringen werden. Ich versuche nur zu helfen. Ich hatte nicht geholfen, diese Fesseln... Hatte ich nicht geholfen, diese Fesseln loszuwerden? Nun, weißt du, dass das Gefäß nur beim Auserwählten reagieren wird? Sie wissen es nicht, aber... Er ist notwendig für K. Er ist die grundlegende Bedeutung für Ks Existenz. Ja, ich muss euch danken. Nach allem, wie ihr mir geholfen habt, nicht wahr? Was meinet oder seinetwegen? Oder für euch selbst? Ich möchte langsam mal wissen, was das hier für eine verdammte Raketenstart- und Abschussbasis ist. Ich bin mir noch nicht mal sicher, wo ich das Spiel durch habe, dass man die jemals sieht. Naja, ich wollte jetzt nicht zu sehr spoilern. Wir werden die Begrenzung zwischen Gates 1 und 2 nehmen. Es ist der kürzeste Weg nach Aqui. Fein. Nachricht von Kelvina. Dominia bricht von mit Haishio auf. Sie wird das Luftkampfschiff verfolgen. Gotta catch 'em all! Ungehorsam. Ramsos Befehle bestehen darin, die Anima-Relikte in Ignas auszugraben. Und über die Lämmer zu wachen. Na, was hat er? Wir können die Anima-Relikte jederzeit wiedererlangen. Außerdem haben wir erfahren, dass er auf dem transferierten Schiff war. Ramsos ist möglicherweise hinter ihm her. Also war es das Trauma? Nein, in diesem Fall Knigret waren es die schweren externen Wunden. Und dem Speicherkubus nach haben wir multiple Subjekte gefunden, die ihn umgeben, die dem Anima-Faktor besitzen. Es ist Sufradi, das Subjekt des M-Projekts. Ja. Zufall? Nein, weit mehr. Sie werden entweder von ihm angezogen, oder? Unerwartet, es entwickelt sich zu denselben Bedingungen wie vor 500 Jahren. Das schließt die Möglichkeit aus, dass er es vorsätzlich geplant hat. Der Transferpunkt ist Aqui. Ist nahe der Thames. Wenn es Aqui ist, ist Krillian dorthin unterwegs. Krillian? Er selbst? Wofür? Es scheint, dass sie es gefunden haben. Seit 4000 Jahren sucht er nach Zebuims Erbe. Erbe? Ist das die Technologie, worüber er sprach? Ja. Molekulares Ingenieurswesen. Nanotechnologie. Das Land aller Schöpfungen. Die Hauptstadt der Zebuim-Kultur. Ruhend unter dem Ozean von Aqui. Seit 19 Jahren hielten es die Ethos geheim. Das ist inakzeptabel, Kane. Ja, das wird für den Moment reichen. 19 Jahre. Das stimmt mit der Zeit überein, als die Erde sich verschob. In der Tat. Aber ich verstehe nicht. Diese Technologie scheint nicht so essentiell für uns zu sein. Er ist immer noch ein Lamm. Ihm die Fähigkeit zu geben, zu tun, was er möchte, ist fragwürdig. Es gibt Zeiten, in denen sogar wir nicht wissen, was er denkt. Lasst es sein. Ich werde die Verantwortung dafür übernehmen. Noch etwas anderes. Hattet ihr alle nicht vor, es zu eliminieren? Nur wenn es der Zufall hergibt. Es ist wahrscheinlich, dass der Ort Ignas ist. Ich habe nie daran geglaubt, dass es so einfach auszuhalten sei. Die Reinigung war ein Fehlschlag. Das wird nie wieder passieren. Wenn die Animus zusammen sind, ist das der maßgebliche Grund. Ja. K.
Kane, warum bist du so darüber besorgt? Für uns ist er signifikant. Insignifikant. Es könnte nur ein Gift für uns sein, niemals eine Heilung. Anunelbe, du glaubst das nicht noch immer, oder? Das ist nur eine Illusion, nicht mal ein Ideal. Das Resultat ist, was ich jetzt bin. Es ist, wie ihr sehen könnt. Oder eher, ist es die Emotion, die du schon lange vergessen hast? Kane, wir sind Götter. Warum sind das Götter? Und haben die Besatzung der Goliath und der Yggdrasil überlebt? Erfahren wir es in der nächsten Folge von Let's Play Xenogears. Final Messenger 13 wünsche ich noch einen schönen Abend. Bye!